Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen, herzlich willkommen zurück bei Retteroffel. Ja, wir sind immer noch hier in Carbanzeet, ja, und versuchen uns hier immer noch so ein bisschen von unseren Verletzungen zu heilen. Ich werde mal gerade eben noch mal ein bisschen da warten, denn wir haben ja auch noch andere verletzte Leute, die in unserem Team sich momentan befinden. Also nicht die normalen Kämpfer, sondern unsere Begleiterhelden. Da will ich gerade mal gucken, wie schlimm es um die eigentlich bestellt ist. Ja, also den könnte es echt besser gehen, wie ich gerade eben hier feststelle. Eventuell sollte ich dann mal echt ein bisschen vorsichtiger mit denen umgehen. Sonst sterben die uns am Ende noch weg. Ich weiß nicht, ob die sterben können. Ich will es aber einfach mal vermeiden. Ja, unsere lieben, das Königreich Flandia, dem wir uns ja quasi angehören, ist momentan immer noch fröhlich am maximalen Verkacken unterwegs. Und deswegen müssen, also wir haben eigentlich, glaube ich, mehr Macht als sie, aber sie scheitern immer wieder an dieser dämlichen Festung. Das ist echt momentan ein Problemchen, sage ich jetzt mal. So, ich werde es trotzdem erstmal versuchen, von A nach B zu kommen. Was ist denn das hier? Ja, genau, zur nächsten Stadt hier. Die ist eigentlich sogar verdammt nah beieinander. Vielleicht ist hier nochmal ein Turnier, ne? Das bringt ja auch Zeit, die unsere Leute brauchen, um zu heilen. Da ist sogar ein Tournament. Vielleicht ist da mal was Cooles bei. Also jetzt ein Helm, sage ich, nö. Es ist ein Helm, tschüss. Und schon bin ich raus. Sehe ich halt einfach nicht ein, ey. Also es ist einfach nur Quatsch, ey. Okay, jetzt schaue ich mal, wie ich jetzt hier verfahren will. Hier sind jetzt noch mal ein paar Looter. Die sollten wir uns natürlich schnappen. Bei der Gelegenheit. Zack, die Buff. Haben wir sie. Und natürlich werden wir die jetzt hier gemeinsam attackieren. Wobei ich jetzt hier meine lieben Freunde da ein bisschen vorsichtiger aufstellen will. So, vor allem meine lieben Mitkämpfer hier, also meine Gefährten, nennen wir es mal Gefährten. Macht mal den Shield Wall hier an, Freunde. Da kommen sie. Mal sehr, sehr, sehr wenig Dingens. Lass sie gerade eben noch mal schießen. So, ich greife an und erwischt. Die rennen schon weg. Wir haben sie gleich in die Flucht geschlagen. Das war wichtig, dass wir halt jetzt hier nicht irgendwie noch mal unnötige Verletzungen leiden. Und den haben wir auch erwischt. Ich finde es einfach unglaublich stylisch, so durch die Gegend zu reiten. Auch erwischt. Und noch die beiden da. Oh, da hat es noch mal welche. Lol. Dass die Waffe gerade eben nicht getroffen hat, ist wieder mal geil, ey. Lol. Come on. Die. Und der letzte. Ich muss dringend noch einen besseren Gaul haben, weil ich hätte eigentlich jetzt schon die, das hat jemand nochmal geschrieben, man braucht eine gewisse Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit habe ich nicht. Ich weiß nur nicht, wie schnell man sein muss, damit man die Lanze anlegen kann. Das ist einfach für mich immer noch so ein Rätsel. So, nochmal zwei Looter. Den ganzen Kram hier schnappen. Und jetzt will ich gerade nochmal gucken, wie schnell eigentlich mein Gaul oder wie langsam mein Gaul ist. Mein Gaul hat eine Geschwindigkeit von 34 und das ist einfach nur armselig. Das Ding hätte 44. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, das zu nehmen, oder? Hitpoints 220. 360. Ich nehme mal an, dass man wahrscheinlich über 50 Sachen kommen muss. Das ist so meine Vermutung. Ah, Datteln, die will ich auch nicht verkaufen und Grapes auch nicht. We will see. Hier gibt es auf jeden Fall noch genügend Räuberli. Sind da viele, ey. Mal 26 Looter, die ich mir jetzt hier schnappe und wir sind echt schnell unterwegs. Kann es sein, dass ich jetzt den Gaul weggenommen habe, dass wir jetzt insgesamt schneller sind? Wir waren gerade verflucht schnell. So, auch die kaufe ich mir wieder. Attack. So, Männer.
da vorne aufstellen. Nein, sollt ihr nicht. Da sollt ihr hingehen, ihr Hirsche. So. Fernkämpfer gehen da hin. Jetzt warten wir mal ab. Dann wird denen ja gleich wieder die Hölle geben. Denn sie kommen schon. Ist echt beinahe lauschig jetzt hier gerade eben so, ne? Okay, Männer. Ich gebe erstmal der Infanterie so diesen kleinen Angriffsvorteil. Oh Mann! Ich halt einfach mal original nichts treffe, ne? Aber die rennen auch zum Glück sehr schnell weg. Das ist das Gute daran. Na also, Level up! Boah, wie ich die abfarme, ey. Das ist einfach nur noch heftig. Hä? Ah, da ist er. Und auch erwischt. Soll ich gerade mal gucken, ob der Gaul mir das jetzt hier schon ermöglicht? Ja! Ich kann es! Ich kann es! Oh mein Gott, Leute, ich kann es! Endlich ist es soweit! Ritter Roffel ist nun endlich im Land des Lanzenstechens angekommen. Also, es, so wie es aussieht, muss man auf jeden Fall, also Geschwindigkeit 44 reicht. Ich weiß nicht, ob noch mehr, ob weniger reichen würde. Boah, 395 Damage und GG. Aua. Ja, jetzt geht's los, ey. Ab jetzt sind wir in komplett anderen Sphären unterwegs. Das gefällt mir äußerst gut. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Verletzungen. Das sehe ich jetzt hier leider gerade eben gar nicht. Hier muss ich reingucken. Ja, sie regenerieren mit der Zeit. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem Infantryman. Footman. Infantry kann jetzt hier nochmal ein Reiter werden. Genau, denn ich will ja mehr Reiter. Die Volunteers gehen den Pfad da entlang, genau. Wobei es im Grunde egal ist. Scout. One-Handed 130. 130, 80, 80, 130 Polearm. 60, 20, 60. Ist ja genau der gleiche Wert. Die Werte sind absolut gleich. Da sieht man, da haben die Entwickler noch keine Arbeit hinein versenkt. Das kommt wohl alles erst hoffentlich noch. So, aber das Wichtige ist, dass wir jetzt hier schon mal das gemacht haben und unsere Lanzen jetzt endlich einsetzen können. Oh yeah, Baby. Nochmal 21 Looter. Meine Fresse. Aber erstmal geben wir natürlich die Typen hier wieder weg. Sind nicht so viele. Aber wir können auch nochmal handeln gehen. Was haben wir da nochmal Schönes drin? Oder kann ich jetzt schon mal was einschmelzen? Moment, bevor ich das mache, probiere ich vielleicht das Einschmelzen nochmal. Kann ich immer noch nicht. Nee, wir sind noch zu müde. Ja, dann verticke ich den ganzen Kram. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Das Stumper Horse will ich auf jeden Fall auch nicht weggeben. Aber ich weiß nicht, ob uns das nur langsam macht. Nee, ich verkaufe das Stumper Horse. Ich möchte kein Stumper Horse. Weg mit dem Kram, bringt 900. Dann haben wir noch dieses Desert Horse. Speed 54. Hat aber noch weniger Hitpoints. Ne? Ist halt einfach ein Pferd, das, nennen wir es jetzt mal, eher fürs schnelle Reiten da ist. Ein schlankes Pferd. Thessalien habe ich immer noch genug. Hardwood habe ich noch ein bisschen. Jetzt gucken wir mal in die Rüstung rein. Eine Chainmail! Oh mein Gott! Schaut euch diese Werte an! Fuck! Ich bin gerade schon ein bisschen angeregt, um es mal so zu sagen. Ja, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das bekommen. Ich würde ja am allerliebsten noch mehr dafür tun, aber wir müssen jetzt hier einfach Stück für Stück uns das zusammenfarmen. Und mit der Zeit wird es einfach genügend Geld und Ausrüstung und Erfahrung sein. So.
Machen wir mal die Einzeltruppe nach vorne. Die Zweiertruppe dahin. Ihr geht da drüben hin. Shield Wall bilden. Und da fangen jetzt die Fernkämpfer schon an. Ich muss mit der Zeit echt noch mal ein paar mehr Fernkämpfer definieren, ne? Bis jetzt sind das echt noch nicht so viele. Auch einige paar Wiesen. Also es sind ein paar Wiesenarmbrustschütze. Aber eigentlich müsste der sich umdrehen beim Nachladen, damit eben seine Pavese auch schützt. Soldiers! Kill them all! Everyone! Charge! Und los geht's! So, jetzt lege ich die Lanze runter. So, Lanze wieder runter. Haben die schon alle gekillt oder was? Da sind echt nicht mehr viele übrig. Ich muss es mal ausprobieren und mal voll in die reinchargen, ne? Boah, 145 Schaden. Der ist auch schon down. So gut wie der Typ. Lol. Ja, also ich bekomme die Geschwindigkeit noch nicht immer hin. Also es scheint über 40 Sachen zu sein, wo man das braucht. Oder sogar wirklich Maximalgeschwindigkeit. Oder zumindest fast Maximalgeschwindigkeit. Scheint hier der Schlüsselmoment zu sein. Okay, it's over. Wir beenden es einfach. Passt schon. Wir haben einen Mann verloren. Ärgerlich. Aber keine Katastrophe. Nochmal Zeug. So. Kann ich direkt hier alles wieder verkaufen. Ich kann hier gerade wunderbar hin und her pendeln. Das Missy geht immer noch nichts. Ne? Ich müsste mich echt ausruhen, aber ich will nicht. So, dann hau ich die hier wieder raus. Zack und weg. Und verkaufen. Ja, kann alles rüber. Boah, was die hier für Pferde haben. Der Hammer. Noch so ein Britannian Pony, die halt echt nichts kosten. Immer auf 20 oder so. Ich bekomme immer noch Geld. Ich habe keine Ahnung, warum die nichts kosten. Die sind schnell, haben gut Hitpoints. Kann man echt nicht meckern. Oh, das Ding ist noch ein bisschen schneller. Ein Sattelpferd. Interessant. Und dann gäbe es noch diese War Mounts. Die sind sehr gut zum Manövrieren. So, geht hier noch was? Ne, hier geht nichts. Man schaut ja mal nach, ne? Schauen wir uns mal die Männer an, die können wieder leveln. Skirmisher soll es werden. Der Crossbowman hier, der wird jetzt hier zum Halder Crossbowman. Wobei, ich kann mir das gerade mal angucken. Was ist denn der Halder Crossbowman? Ja, hier. Das ist eine reine Fernkampfschiene, die ich dem jetzt hier gegeben habe. Das sollte ich echt noch mal ein paar machen. Also ich selber schieße nicht so gerne mit der Armbrust in dem Spiel. Entschuldigung. Aber es macht durchaus Sinn, es hier quasi seinen Männern hier aufzubrummen. Im Tavernendistrikt ist der Blacktooth-Typ, ein Wanderer. Ich gehe mal mit ihm zum Reden. Vielleicht ist das auch jemand, den wir mitnehmen könnten. So, ich bin Ritter Roffel. Wer bist du, mein Freund? Er ist Lüfris Blacktooth. Stellt sich uns vor. Sie erzählt irgendwas davon, dass er irgendwie das im Empire gelebt hat. Irgendwas mit einer Frau. Bla bla bla. Interessiert mich gar nicht so sehr. Komm in mein Team. Ich habe gerade eben gesehen, du kannst lesen und schreiben. Alles andere interessiert mich nicht. I can use some company. Oh, komm, den nehme ich auch. Habe ich nochmal einen weiteren. Dann gehen wir raus und wir schauen, was der Typ kann. So, zack. Er ist mehr so der. Er ist auch eher so der Kämpfer, eher so ein fitter Kämpfer. Oh, er kann ein bisschen Engineering. Das finde ich gut. Zumindest hat er... Ja, er hat nicht wirklich einen Schwerpunkt drauf, aber er kann es lernen. Nennen wir es mal so, er kann es lernen. Ich setze jetzt hier noch mehr Punkte in das Lanzenreiten, weil ich möchte einfach, dass ich das hier so schnell wie möglich entwickeln kann. So, dann. Dann schauen wir natürlich, was der hier für eine Ausrüstung hat.
Er hat nicht mal ein Pferd. Aber der kann nicht mal richtig reiten. Kann das sein? Der kann gar nicht reiten. Okay, der ist wirklich eher so der Fußkämpfer-Typ. Er braucht auf jeden Fall eine dicke Rüstung, wenn er das hier überleben will. Gut, dann mache ich ihn jetzt hier mal zu meinem Engineer. Weil das kann er ein bisschen. Scheibenkleister. Okay, dann. Halt, ich gehe erstmal wieder zurück in unser Königreich. So, wo muss ich denn hin? Die Stadt hier. Oxhall. Geh nach Oxhall, mein Freund. Auch wenn wir eine Menge Looter sind, aber die lassen wir jetzt gerade mal so ein bisschen links und rechts liegen. Ah, das ist nochmal eine Armee, die sich gerade eben hier aufbaut. Die schicken jetzt halt Welle um Welle denen hier entgegen, ne? So. Erstmal wollen wir Truppen rekrutieren. Ja, wollen wir. Gibt sogar gerade eben eine Menge Truppen, die wir rekrutieren können. Dann will ich gucken, ob in der Arena was geht. Ne, da geht leider nichts. Gut, das heißt also, ich muss woanders hin. Nach Ostiken. Aber wieder 36, 37 Mann. Aber ich will natürlich noch mehr Männer haben. Ich will so eine eigene kleine Armee haben. Und bis jetzt läuft das echt super. Ich muss bloß irgendwann mal jetzt hergehen und wirklich Vasall werden. Das wäre echt gut, wenn ich das doch dürfte. Wie viele Räuber hier rum? Auch nicht schlecht, ey. Die haben ja ein echtes Problem hier. So, was sagt hier der Arena? Die Arena sagt hier auch nichts. Aber ich kann hier wahrscheinlich wieder Truppen rekrutieren. Jawohl, da ist schon mal einer, der ein Armbrustschütze ist. 53 ist momentan mein Manpower-Limit. Okay. Das hängt wahrscheinlich irgendwie von meinem Leadership-Skill ab, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall schnappe ich mir jetzt erstmal den Verein hier. Surrender, Brigand or Die. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal nur die Truppen senden kann. Boah, 8 Mann haben wir verloren. Wie haben die das gemacht mit ihrem Kackewerfen? Ja, die, die überleben, können wir tatsächlich ausbilden. Ich glaube, so muss ich das echt machen. Das ist jetzt hier so Survival of the Fittest. Nochmal ein Crossbowman. Wahrscheinlich, würde ich deutlich besser fahren, wenn ich mehr Crossbowman hätte. So, dann kann ich hier nochmal Typen hier loswerden. Viel Geld bringen die nicht, aber die skillen halt hin und wieder mal so ein bisschen meine Rogery. Trade. Jetzt muss ich mal gucken, was der Typ kann halt original nichts reiten, ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der kann nichts reiten. Okay, aber der hat auch keine Rüstung. Ach du Scheiße. Ja, das ist kein Zustand. Mit 3-2 ist bis jetzt das Beste. Gott, sieht das scheiße aus. Ja, 4-2 ist besser. Das sieht schon besser aus. 6-1 wäre ein Ruck Gambeson. Aber er soll eigentlich überall gut geschützt sein. Seine Handschuhe sind besser, seine Schuhe sind besser. Okay. Dann hauen wir das raus. Bekomme ich nochmal 220. Und eigentlich bräuchte er echt noch einen Hut. Irgendwas. Es muss nicht mal mega krass teuer sein. Sowas hier oder so. Keine Ahnung. Close Headwrap. Nein. Nicht mit dem Bart. Scheiße. Haben die nichts, was der tragen kann? Western Headwrapping. Ja. Immerhin ein bisschen was. Ich meine, die Leute haben sowas tatsächlich damals getragen. Und er braucht noch ein Schild. Muss kein teurer sein. Einfach, dass er rudimentär ausgestattet ist. Vielleicht sogar eher sogar noch als Fernkämpfer. Ich weiß nicht, ob er fernkämpfen kann.
Aber ich gebe ihm jetzt mal einen Steppenbow und Arrows, dass er eher hinten steht und nicht die ganze Zeit in den Nahkampf rennt, wie nicht gescheit. Das wäre mir gerade ganz recht. Muss man auch mal ein bisschen Geld ausgeben, um seine Truppe da, um seine Leute auszubilden und auszustatten. So, jetzt gehen wir mal wieder nach Pravind. Machen wir uns auf den Weg. In der Zeit heilen die Leute. Und ich muss gerade mal schauen, wie weit ist eigentlich der Clan? Der Clan ist immer noch nicht Tier 2. Aber wir arbeiten tapfer daran. Wenn wir in Pravid angekommen sind, kann ich wieder ein paar Truppen ausbilden. Dann sind die anderen hoffentlich auch wieder am Start hier. Oder so gut wie am Start. Ja, die brauchen echt länger. Krass. So, dann Arena ist auch nichts los. Dann Recruit Troops. Jetzt möchte ich dann doch mal wissen, ob hier irgendwas, also wo der nächste Duellkampf, also der nächste Turnier stattfindet. Habe ich das weggeklickt? Die erzählt mir jetzt irgendwas gerade eben. Hä, hab ich noch nie mit denen geredet? Lol. Okay, ich habe gerade eben wieder das Anfangsgespräch. Das macht aber einfach überhaupt nichts. Macht überhaupt gar keinen Sinn. So, I want to... In Garland und Jakulan. Okay. Ja. Einfach nur, damit ich es weiß. Garland und Jakulan findet ein Turnier statt. Das ist da unten. Dann gehen wir mal in die Richtung. Inzwischen haben wir 41, 44 Mann. Wow, 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 wow. Was hier wieder für Banditen unterwegs sind. Da wäre ein Hideout, für den ich mich nicht interessiere. Wie die einfach keinen Bock haben auf uns. Merkt ihr das? Das ist schon heiß. Zwei Hideouts. Ich habe keine Ahnung, was diese Hideouts übrigens letzten Endes bringen, weil ich habe noch nie einen gewinnen dürfen. Oh, Walchek wurde endlich genommen. Sie haben es hinbekommen. Ich hab's denen echt nicht zugetraut, muss ich zugeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, fehlt mir nur noch ein Mann. Nice. So, dann gehen wir in die Arena und machen mit. Es sei denn, es ist wieder nur ein Helm. Dann sage ich echt. Wobei, inzwischen kann ich Helme brauchen. Dann machen wir halt mit und wetten auf uns, auch wenn ich momentan nicht so safe bin, was das gut, eine gute Idee ist. Mhm. Den haben wir, sehr gut. Dann machen wir den. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Wow, fuck. Nein! Oh, sie haben mich umgeprügelt, weil ich den anderen getroffen habe, statt ihm hier. Boah, wir schaffen es aber, so wie es aussieht. Jawohl. Oh, dank meiner Teamkameraden bin ich weiter. Also die Zweihandwaffen sind immer noch echt die Hölle. So, skip und join. Na also, Lanzen stechen. Genau nach meinem Geschmack. Ach komm. Stehen bleiben. So. Stech den ganz mutig von hinten ab. Okay. Der geht down, okay. Der geht auch down. Das ist der Wahnsinn, ey. Lebt immer noch. Lebt immer noch. Lebt immer noch. Mhm. Wahnsinn. Sag mal, was der aushält. Jetzt haben wir's. Hoi, 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 hoi. Einfach nur ein unfassbar dämliches Rumgesteche. So, jetzt haben wir dann den Light Cavalryman zu bekämpfen.
Das war heftig. Ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay, Skip Round und Finale. Nahkampf mit Schwertern. Das sollte machbar sein. Wow! Man sieht übrigens, dass ich schon inzwischen Stellen habe, wo meine Rüstung trotz Realismus echt nicht schlecht ist. Mhm. Wow! Ey, ohne Witz, manchmal treffen die, obwohl man blockt. Also ich würde es ja verstehen, wenn der mich umläuft. Aber er umläuft mich ja manchmal nicht, ne? Ich treffe da zweimal an der Brust, interessiert ihn halt kein bisschen. Down geht er am Ende. Mein Gott, ey. Okay, geschafft. Wir bekommen das Helmchen, ein bisschen Geld und ein bisschen Renown. Wichtig für unser Team, hier nochmal einen weiteren Helm zu gattern. Außerdem scheine ich... Ne, nicht ich. Irgendjemand... Mal gucken, hat irgendjemand einen Punkt gemacht? Ich sehe es halt mal wieder nicht. Irgendjemand hat, glaube ich, was gelevelt. Weiß aber nicht, wer. Sonst wird da ja keine 1... Ah, doch, ich habe Fitness bekommen, Athletik. Geil. Ja, Throwing Weapons oder... Your Quiver will have 2 Arrows. Gilt das auch für Bolzen? Ich nehme jetzt extra mal, das sind extra Arrows, weil alles andere ist für mich totaler Quatsch. So, und jetzt haben wir noch diesen Helm. Der hat mehr Panzerung als unsere. Ich will ihn mir gerade jemand anschauen. Ja komm, den behalte ich jetzt sogar tatsächlich selbst, auch wenn der mehr wiegt. Und er hat noch gar nichts in der Richtung. Komm, der bekommt jetzt das da, unseren alten. Dass der auch mal ein bisschen Verteidigung hat, der Junge. Ja, und damit sind wir eigentlich schon fertig für die Folge, liebe Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn ihr wollt. Schöne Zeit bis dahin, macht's gut, tschüss und ade.